Rainer ging zu Bett, küsste seine liebe Frau und fiel in einen tiefen Schlaf. Er erwachte vor der Himmelspforte und Petrus sagte: Du bist im Schlaf gestorben, Rainer. Rainer war fassungslos. Ich bin gestorben? Nein, das kann nicht sein. Ich habe zu viel, wofür es sich zu leben lohnt. Schickt mich zu meiner Frau zurück. Petrus sagte: Vielleicht lässt sich das arrangieren. Aber im Moment sind nicht viele Plätze frei. Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst als Goldfisch oder als Huhn nach Hause zurückkehren. Rainer schwamm nie gern und dachte, dass es vielleicht gar nicht so schlecht wäre, ein Huhn zu sein. Die Hühner, die seine Frau aufzog, liefen einfach herum und pickten auf dem Boden, hatten keinen Stress und er wäre wenigstens in ihrer Nähe. Rainer antwortete: Okay, dann bin ich eben ein Huhn. Im nächsten Moment war er mit Federn bedeckt, gackerte und pickte auf dem Boden in seinem alten Garten. Ein anderes Huhn schlenderte heran und sagte: Du bist also das neue Huhn. Wie ist dein erster Tag hier? Nicht schlecht, antwortete Rainer. Aber ich habe so ein komisches Gefühl in mir, als würde ich gleich explodieren. Du wirst dein erstes Ei legen, erklärte die Henne. Erzähl mir nicht, du hast noch nie ein Ei gelegt. Noch nie, sagte Rainer. Dann gackere einfach zweimal und presse dann. Rainer gackerte zweimal und presste und siehe da, ein Ei kam heraus. Rainer war von seinen Gefühlen überwältigt, als er zum ersten Mal die Mutterschaft erlebte. Dann gackerte er zweimal und presste und ein weiteres Ei kam heraus. Es war ein unglaubliches Gefühl, er wusste nicht, dass es so etwas gab. Gerade als er sein drittes Ei legen wollte, rief seine Frau: Rainer, Rainer! Freude erfüllte ihn, als er sie auf sich zukommen sah. Er wusste, dass sie da war, um diesen Moment mit ihm zu teilen, und er war überglücklich. Er gackerte einmal, gackerte zweimal und spürte plötzlich, wie seine Frau ihm einen Klaps auf den Hinterkopf gab. Verdammt, Rainer, wach auf, du scheißt das ganze Bett voll,